Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nationalalter und bei Forever Skies. Ihr seht es, wir sind nicht mehr auf dem, an dem Gewächshaus. Ich bin weggeflogen. Leider, leider hat es mir die Aufnahme zerlegt. Deswegen, ja, muss ich jetzt hier von vorne anfangen, mehr oder weniger. Und der Teil ist so ein bisschen verloren. Das finde ich sehr schade. Tut mir leid an der Stelle. So, wir haben hier wieder ein bisschen was zu trinken. Ja, was ist passiert? Eigentlich nicht viel. Wir haben ein bisschen Zeug gesammelt. Wir sind wieder in der Gegend rumgeflogen, haben nochmal hier irgendwie so ein Ventilatortürmchen irgendwie abgeschnappt. Dadurch haben wir auch jetzt wieder ein bisschen... oder haben wir den nicht? Okay, hier waren wir. Hier waren wir definitiv gewesen. Das hat sich das Spiel offenkundig gemerkt. Ach nee, dann waren wir noch nicht am Ventilatorturm. Der ist daneben. Also am Turbinenturm so. Gut, dann habt ihr sogar gar nicht so viel verpasst, weil dann waren wir jetzt... Das war der erste Turm, den ich nach dem Gewächszelt angeflogen habe. Der Gewächsturm sozusagen. Und dann fliegen wir das nächste Ziel an. Ein neuer Windpark. Wenn wir gerade schon so unterwegs sind, guten Tag. Nehmen wir das natürlich mit, gar keine Frage. So. Oh, ich muss sagen, ich finde es so geil, wie dieses Spiel aussieht. Einfach so, so diese Optik, so, so, es hat so was schaurig Schönes. So, wir haben gelandet. Wir stecken natürlich saftig ein, keine Frage. So, das war nur die halbe Miete, die volle, das volle Programm gibt es jetzt hier unten. Naja, wir kommen noch hoch. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier Feines. Wir haben Maschinenteile, ein isotonisches Getränk, ein altes, ein Helium, sehr gut. Ich habe da mal ein bisschen Beschiss, dass ich da gleich runterfalle. Aber wo ist runterfallen? Da ist noch ein Helium. Eine Leiterplatte, sehr gut. Ein Schrank voller nichts. Noch mehr nichts. Und Maschinenteile, okay. Der Frosch im Hals ist heute auch wieder stark, das nervt. So, wir hopsen hier rüber, gönnen uns noch mehr Helium. Da hopse ich nicht hin, keine Sorge. Und so, aber ich glaube, hier drüben in der Turbine war noch was, wenn ich mich recht erinnere. Das ist nämlich... Habe ich in der letzten Aufnahme schon eingetütet, aber das Inventar ist voll. Warum ist das Inventar voll? Was ist das? Wir knüppeln uns einfach das isotonische Sportgetränk rein. Und dann sind wir hier auch wieder fein. Da drüben haben wir alles. Okay. Irgendwas hat gerade geknallt. Ah ja, gut, komm jetzt. Müssen es jetzt auch nicht übertreiben, ne? So, ansonsten brauche ich nichts. Reparatur ist sehr schön. So, was haben wir hier noch? Da sind noch ein paar Kupferteile drin. Die können wir gleich einsammeln. Und hier drüben ist nichts. Sehr gut. Nichts finde ich immer sehr schön. Das lohnt sich, es lohnt sich sehr, für nichts spazieren zu gehen. Okay, da kommen wir gerade.
gerade nicht ran, aber vielleicht, wo wir rankommen. Gerade so nicht toll. Ist blockiert. Na gut. Wie sieht's hier aus? Kann ich von hier nach hinten? Der ist zu weit weg. Nee, kann nicht extrahiert werden, weil Inventar ist voll. Okay, Inventar ist voll. Können wir was gegen... tun? Fragezeichen. Warte mal gerade. Tschüss. Biomasse. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Irgendwas wird sicherlich geben. Okay. Was können wir erforschen? Wir können erforschen die Verbesserungsstation. Armbrust und Bolzen machen wir mal. Ja, komm. 20 Kupfer haben wir da. Und gar kein Kupfer haben wir da. Das ist ja sehr gut. So, da haben wir ein bisschen Kupfer wieder weg. Das gab 5. So, auch das wäre erforscht. Dann machen wir noch, ja, für den Extraktor fehlt mir immer noch der Kristall. Hier brauche ich 2 Leiterplatten für. Kann ich jetzt eigentlich bauen? Nee, ne? Doch, kann ich bauen. Mit Plastikmüll und elektrischen Elementen. Davon habe ich zufälligerweise eine Menge. Plastikmüll nicht so. Den kann ich aber auch bauen, wenn ich mehr synthetische Materialien hätte. Können wir jetzt natürlich einfangen. Ja, komm, ein bisschen mehr. Wir gehen gleich nochmal groß in Produktion. 90 Stück. Pass auf, wie die verschwinden. Printing completed. Printing completed. So, reicht es schon? Nee, Leiterplatten brauchen wir noch. Okay. Uff. Dann kriegen wir da jetzt eine raus oder mehrere? Printing completed. Eine, wow. Das heißt, um da jetzt noch mehr von zu bauen, muss ich noch mehr Plastikmüll sammeln. Das heißt, wir brauchen noch mehr davon. Der Grind stark in dir ist, junger Padawan. Was ist da oben eigentlich für ein Turm? Da waren wir auch noch nicht, oder? Was sagt denn die Karte dazu? Die Karte sagt dazu... Doch, die Karte meint, da müssten wir gewesen sein. Ach doch, das ist der mit den Pflanzen. Natürlich waren wir da. Aber da schräg dahinter ist noch ein Fragezeichen. Wollen wir das zuerst nochmal irgendwie kurz anfahren? Einfach so aus, ihr wisst schon, Neugier und so, für einen Freund. Toll, die synthetischen Materialien reichen immer noch nicht. Na komm, ganz ehrlich, lass mal weiterfliegen, das ist gerade hier ein bisschen. Ist sonst ein bisschen fad, ne? Oh, schau mal an, unsere Kolonien nehmen ab. Das ist nicht gut. Da hinten ist noch so ein Windturbinending. Brauchen wir den? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, das war der Gartenturm. Da waren wir. Mal gut einkassiert. Hier vorne, das ist noch ein unbekannter Ort. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Auch wenn es für mich aussieht wie ein weiterer Windturbinenturm. Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Aber ich würde sagen, wir untersuchen ihn einfach, weil das Spiel sagt, es ist ein unbekannter Ort. Und unbekannte Orte möchte ich gerne erforschen. Ein Kommandozentrum. So, so. Was gibt's denn da? Improvisierte Kraftwerke, die auf hohen Stahlkonstruktionen gebaut wurden. Sie produzierten Strom für einen nahegelegenen Bezirk, Quelle für Kupfer, elektronische Ressourcen und Helium. Kommandozentren wurden verwendet, um die Arbeit anderer Windparks zu koordinieren. Eine große Struktur, die um die Hauptstruktur herum gebaut wurde, dient als Raum für die Betreiber. Studienmenü ansehen. Naja. Mal Frage. Achso, ich kann nicht mit dem Spiel speichern, das war das Problem hier. Und gerade man sich jetzt halt ein bisschen zu denken, sagen, okay, wir speichern mal eine Runde. Aber Spiel so, nö. So, was haben wir hier Feines? Wir haben hier schon wieder Kupfer. Sonst nicht viel. Die Räumchen hier könnten interessant werden. Maschinenteile. Ein ungestützter Schrank, in dem nichts ist. Wow, eine große Menge nichts. Ich kann mir nicht helfen. Das Spiel gibt sich an der Stelle nicht sonderlich viel Mühe, mir entgegenzukommen, das sehe ich schon. Hier komme ich schon gar nicht durch. Blöd. Müssen wir hier irgendwie Dinge zerstören? Kommen wir da runter? Nee, kommen wir nicht. Wahrscheinlich gibt es hier irgendeinen Weg außen. Oh Gott. Oh mein Gott, ich... Entschuldigt bitte die Wortwahl, ich scheiß mich ein. Erwähnte ich, dass ich gelegentlich sowas wie Höhenangst habe? Nur so. A storm is coming. Ja, also. Da kommt mir das Spiel an der Stelle jetzt nicht unbedingt sehr entgegen. So, ein schönes, leckeres, altes Dosenwasser mit Ballonsnummer. Weißt du, dafür, dass hier irgendwie hier die ganze Zeit so Ballonsdinger und sonst was unterwegs sind. Oh, toll, eine Leiterplatte. Okay, immerhin. Wow. Muss ich ganz offen sagen, finde ich das hier sehr eklig. Und vor allem, was toll ist, jetzt müssen wir diesen ganzen Weg auch noch zurück. Und da freue ich mich jetzt wieder richtig. Ah, diese Sprungsequenzen. Furchtbar. Wirklich furchtbar. So, hier waren wir prinzipiell schon. Hier drin gibt's nichts. Für was laufe ich hier eigentlich rum? Da vorbei. Oh Gott. Einfach nur, oh mein Gott. So, da hinten gibt es eine große Menge an nichts. Immerhin geht hier wieder eine Leiter hoch und damit sind wir hier schon mal weg. Ich setze mich jetzt in meinen Ballon, da mache ich nichts mehr. Bis das alles weg ist. Und dann fliegen wir darüber zu dem Ausrufezeichen. Okay, aber da ist schon wieder kein Wasser mehr, das ist auch gut. Helium. Da ist Helium. Blöderweise wieder kein Platz für nix. Naja, kommt dann erstmal eine Runde. Wird ja sonst alles nur schlecht. Das Dosenwasser können wir auch direkt trinken. So, die mehrfingerige Rapsblüte kommt hier auch mal rein und wird verkocht. Nie wird sie nicht, weil wir haben kein sauberes Wasser mehr.
Hier brauchen wir noch unsere Kondensatormembran. Fabrikator hat Arbeit fertiggestellt. Sehr gut. Fabrikator kann das da machen. Und wir müssen mal irgendwie schauen, dass wir das Ding noch ein bisschen größer kriegen, glaube ich. So in die Breite. So, wir könnten Station verbessern jetzt auch noch erforschen. Station verbessern, das heißt eigentlich Verbesserungsstation. Apropos Verbesserungsstation, wenn ich die jetzt bauen will, dann ist das wahrscheinlich teuer. 5 Polymer. Hallöchen. Ich glaube, das bauen wir mal, oder? Was meint ihr? Sollten vielleicht auch erstmal noch einen Flicken bauen. Nur mal so aus Prinzip. Printing completed. Wir haben kein Polymer mehr. Können wir bauen aus Pflanzenöl und synthetischen Materialien? Dann machen wir das doch mal, dann kommt das Pflanzenöl auch mal weg. So, da haben wir jetzt wieder sauberes Wasser. Das heißt, da können wir auch nochmal ein Stückchen trinken. Den Rest schmeißen wir in den Kochtopf. Also das schmeißen wir in den Kochtopf. So, wir haben einen Barren gedruckt. Und dann schauen wir, was wir hier noch machen können. Die Armbrust braucht 5 Polymere. Wir haben nur 4. Naja, dann bauen wir halt noch eins. Geht nicht, weil wir schon wieder keine synthetischen Materialien haben. Naja, da fliegen zufälligerweise ein paar vorbei, aber außer Reichweite. Falls ihr euch wundert, die Motte hängt da, weil so langsam im Ding hängt, vergammelt sie nicht. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. War ein sehr schöner Tipp aus den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Falls nicht, habe ich es jetzt auf jeden Fall gesagt. So, noch ein bisschen Kupfer. Und genug geangelt, hoffe ich. Witzig, der Polymerbarren hat keine Bauanimation. So, braucht Schmutzwasser. Können wir machen. So, und jetzt müssen wir doch, oder? Ja. Ja, sehr gut. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich hier nochmal. Nö, wir haben noch, okay, wir haben noch eine ganze Menge. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Apropos Mengen, wie sieht es mit dem Sprit aus? Das geht noch ein bisschen. Zwar auch nicht mehr ewig, aber naja. So, und jetzt nehmen wir die Armbrust hier mal auf Tasche. Die Flicken... Da? Nö. Doch, guck mal, die kann ich ja noch aufpacken. Sehr gut. Sind gerade wieder ein bisschen voll mit Cramble, sehe ich. So, dann brauchen wir natürlich auch noch Munition für das Ding. Printing completed. Ja, bauen wir mal so 15 Stück, oder? Ja, Inventar voll, natürlich. Dann müssen wir nochmal sortieren. Wir packen... Mal gucken, das ist jetzt ein bisschen platzfrei geworden. Wir packen das Rapsöl da rein. Wir packen das Kupfer hier hin. Die Maschinenteile ja, behalten wir erstmal. Das werden wir schon... verbrauchen die viel Platz. Ist das hässlich. Das ist ja übrigens echt hässlich. Also ich meine, warum zum Geier müssen die Armbrustbolzen irgendwie so viel Platz brauchen? Verstehe ich nicht.
So, aber bevor ich weitere Dinge nicht verstehe, machen wir uns wieder auf den Weg. Und diesmal geht es jetzt aber wirklich, 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 vorausgesetzt, das Spiel verreckt mir nicht wieder, unserem Ziel entgegen. Okay. So, da hinten ist noch ein Windpark. Ich beschließe, dass der mir jetzt aber erstmal egal ist. Hier steigen wir ein bisschen auf, soweit wir können. Wir müssen hier wahrscheinlich an diesem Bergmassiv vorbei. So, hier können wir ein bisschen erstmal fliegen lassen. Und drucken dabei ein bisschen Kraftstoff, den werden wir brauchen. Und noch ein bisschen mehr. Können wir direkt nachleuchten eigentlich. So, wie sieht's aus? Karte sagt, wir müssen ein bisschen drehen. Wir geben die Geschwindigkeit wieder frei. Krass. Das ganze Gesuppe da unten. Was ist das? Ein lilaner Turm. Ist das unser Ziel? Könnte sein, ne? Könnte sogar sehr gut sein. Wir sind schon auf Maximalhöhe, okay. Ich würde sagen, vom Kurs her sieht es sehr nach unserem Ziel aus. Krass mit den Pflanzen und allem. Ich finde das richtig hübsch irgendwie. Also auf wie schon gesagt, auf so eine schaurige Art und Weise irgendwie hübsch. So, die Motte kann da mal rein und weiterkochen. Oh, das mit den Dornen sieht einladend aus. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass wir eine riesengroße Tüte heißer Luft auf dem Rücken haben, die Dorn bestimmt richtig gut findet. Und hier finden wir eine Anlandestelle. Da hinten ist auch nochmal ein Windpark, falls wir den bräuchten. So, wir gehen runter. Beziehungsweise, weißt du, was wir machen? Wir gehen hier wieder so ein bisschen an den Rand, wie immer. Dann können wir im Zweifelsfall noch ein bisschen Fressi angeln. Wenn wir das brauchen. Steige in den Untergrund hinab, okay. Hm. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir das Ding gebaut haben. Klebzettel braucht jetzt kein Mensch. Ballonkern könnten wir noch erforschen. Ich weiß zwar nicht, wo das Helium dafür jetzt herkam, aber irgendwo werde ich es wohl nur einstecken gehabt haben. Automatischer Insektenfänger könnten wir auch noch machen. Dann haben wir auf jeden Fall hier jetzt erstmal ein bisschen geforscht. So, das meiste wieder durch. Das ist, glaube ich, ganz gut, bevor wir jetzt hier irgendwie groß weitermachen. So, der ist leer. Dann können wir auch gleich wieder eine Feststoffbatterie verbraten und das ist ja, was wir auch nochmal machen. Was wir auch einfach nochmal machen, ist, wir knattern da nochmal eine zweite Kiste rein. Ich habe so das Gefühl, wir könnten ein wenig mehr Speicherplatz vertragen. Also, Speicherplatz ja halt, Abladefläche, Raum, irgendwas. Ding für Zeug. Ich sag einfach Ding für Zeug. So, Flasche sauberes Wasser. Haben wir da noch was? Ja, jetzt nicht mehr.
Dann Schmutzwasser abfüllen. Schmutzwasser hier reinkippen. Okay, mehr geht nicht. So, dann packen wir da noch die andere Kiste hin. Ich finde es ein bisschen müßig, hier tatsächlich diese Kisten gerade zu bauen. Das ist nicht einfach. So, dann würde ich sagen, mal wertvolle Dinge erstmal weg. Ich wollte es eigentlich splitten, danke. Ctrl-Links-Klick stand drauf. Hätte ich mal drauf hören sollen. Okay, kann ich noch Glas wegpacken? Kann ich. Die Maschinenteile kann ich auch noch wohin packen und den Rest, naja, gut, das ist dann so. Schmutzwasser würde ich gerne noch wegbringen. So, damit ist das auch raus. Und kann ich? Nee, kann ich nicht, oder? Na, wir nehmen die Flasche mal mit. Vielleicht gibt es irgendwas, was wir abfüllen wollen da unten. Ist ja eine leere Flasche. So, was wir jetzt erstmal machen ist, wir schauen mal, was hier noch geht. Hier geht es stark nach unten. Wahrer Wert. Die Leute bringen mir Dinge, die sie für nutzlos halten, und ich beweise ihnen das Gegenteil. Es gibt für alles einen Zweck. Manchmal braucht man nur die richtige Person. Die sieht den Schrott und nennt ihn einen Schatz. Gegen eine kleine Gebühr bringe ich nur die Menschen mit den richtigen Gegenständen zusammen. Das ist alles. Und den restlichen Scheiß bastel ich einfach zurecht. Aha. Ich weiß nicht, was der Typ für komisches Zeug baut. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Was gibt's denn da oben? Ja, grundsätzlich bei so Spielen, ich guck erstmal, was geht sonst wo noch. Aber hier ist, ich glaube, also auf die andere Seite brauchen wir nicht. Da steht fest, auf die andere Seite brauchen wir definitiv nicht. Die Frage ist, wo geht es weiter? Guck mal, das Computer. Wir hatten natürlich wieder keinen Strom. Bitte sag mir, dass hier oben immer noch so eine blöde Batterie ist. Oder ich keine brauche. Oder ich keine brauche, fände ich auch ganz nett. Natürlich. Einfach natürlich. Gut, dass wir noch eine haben. Ich glaube, wir werden auch demnächst wieder welche sammeln müssen. Oder naja, nicht wirklich. Wir haben noch ein paar. Was haben wir hier eigentlich? Der kann doch auch wieder. Ach nee, der kann nicht mehr, weil ist keiner mehr drin. Na gut, egal. Das ist auch nicht mein Problem an der Stelle. Noch nicht. Ja, ist okay, hm? Stress dich nicht so. Alles gut. Geh ein bisschen Spaziermodus. Das hängt ja nur das Überleben der Menschheit. Ich bin ein Vogel. Gut, dass da keine Batterie ist, ne? Nicht mehr der fitteste heute Abend. Ach, guck mal, Schiff schon wieder, wie schön. Doch nichts Schöneres als so eine Ladung sauren Regen. Neue Funknachricht empfangen. Gelange zum Labor. Tab halten, um mehr zu sehen. Erforsche den Bereich unter dem Staub. Finde den Abstieg unter den Staub und untersuch, was vorherige Expedition dort gefunden hat. Underdust-Forschungslabor. Verlorene Expedition. Beschreibung. Unser Laborgerüst fiel dem Smog zum Opfer. Die Halterung brachen ab und all die Ausrichtung stürzte hinab. All die Werkzeuge und auch unser einziger Virenprobenanalysator. Menschen kamen ums Leben.
Wir müssen ein Team zusammenstellen, um die wichtigsten Dinge zu bergen. Es gibt nur noch wenige Freiwillige, dort unten ist es unmöglich zu atmen. Die Filter der Masken verstopfen nach einer Weile. Glücklicherweise haben wir einen Prototyp einer Sauerstoffflasche, die länger hält. Wir brauchen nur noch den Handextraktor, um durch die Trümmer zu kommen. Und dann können wir weiter. Ich bete, dass wir da draußen nicht wieder diese Stimmen hören. Aha, den Hinweis auf die Stimmen hatten wir schon mal. Was gibt's hier? Leere Kisten. Biodrucker. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. Ja dann, runter. Underdust, halt um mehr zu sehen. Die Ruinen einer vergangenen Zivilisation, bedeckt mit grünem Staub. Die Spitzentechnologie vergangener Zeiten versteckt sich irgendwo in diesen Massengräbern von Städten und Staaten. Viele Dinge sind längst geplündert worden, aber die am schwersten zu finden Gegenstände warten darauf, dass ihnen jemand ein zweites Leben schenkt. Studienmenü ansehen, halten um mehr zu sehen. Underdust-Varianten. Eistau, Blockade, Energiekristall. Staubgänseblümchen. Was haben wir da? Benötigt Kristallbatterie. Armbrustbolzen, okay. Totes Männchen. Lesen. Diese verdammten Blockaden. Ich bin so nah dran. Wenn ich nur irgendwie die Metallwände über mir zum Einschluss bringen könnte, sie sind viel zu schwer, um sie anzuheben. Und ich kann sehen, dass sich dahinter etwas befindet. Okay, wir gehen hier erstmal schön einsacken. Was bist du denn? Eklig. Eklig bist du. Der werte Herr hat ein wenig Hystos. Verstehe. Das können wir messern. Was bist du denn? Wow. Cool. Erste Hilfe, das Hilfezeug, bla bla bla. Ich glaube, ich muss raus hier. Okay, das ist nicht so gesund. Armbrustbolzen, kleiner Sauerstofftank. Eine zusätzliche Sauerstoffflasche, die den Vorrat erhöht. Aha. Probieren wir mal. Das Staubjänseblümchen. Vielleicht hätte ich einen Kocher bauen sollen, ha? Huh? Nur so eine Idee. Printing completed. So, jetzt habe ich noch einen Sauerstofftank. Das packt man mal darüber. Die Transformator brauche ich jetzt hier, glaube ich, in der Sekunde auch nicht. Tatsächlich noch so ein hier unten noch ein bisschen Zeug einbauen. Energiekristall. Damit habe ich neue Forschungsmöglichkeiten. Haben wir noch irgendwo welche? Da oben sind noch. Komme ich da ran? Nee, nicht wirklich. Da muss ich hochklettern. Den komme ich aber ran. Und das mit dem Hochklettern kriegen wir bestimmt auch hin, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Nämlich hier. Was bist du denn? Polymer. Ein bisschen Dosenwasser. Noch viel mehr Energiekristalle, Armbrustbolzen, noch mehr Zeug. Kriege ich den Sprung auch zurück hin? Ja, kriege ich. Noch ein Energiekristall, leere Flasche. Okay. Dass hier so viele Armbrustbolzen rumfliegen, macht mich ein... Warning.
bisschen nervös. Was war das? Hat der gute Mann gerade Flatulenz oder was? Und da kommen wir gerade nicht rein. Hier hinten gibt es noch ein bisschen mehr Zeug. Da können wir nochmal schön einkassieren. Boah, was eine Menge an Plastikmüll. Geil. Nie habe ich mich in meinem Leben mehr über Plastikmüll gefreut als heute. An diesem wunderschönen Tage. Wir müssen zurück. Wir müssen ganz, ganz dringend zurück. Sonst machen wir schnell den Huselfix. Und ich würde sagen, wir gehen an der Stelle nochmal nach oben. Und werden uns dann entsprechend ein wenig vorbereiten. Weil ich würde in diesen Raum gerne noch so einen Drucker reinbauen. Also so einen normalen. Vielleicht oben, wenn wir können, noch ein bisschen Metall und Polymer abfischen. Das wäre auch eventuell eine Sache, wird inzwischen von dem folgen, Markus. So, juhu, wir sterben nicht mehr. Eine Runde pennen ist auch eine Idee. Ja, es gibt genug zu tun. Da unten kommen auf jeden Fall ganz viele neue Möglichkeiten auf. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch finden werden. Aber ihr könnt es euch denken, das ist dann Bestandteil einer künftigen Folge hier bei uns im Nerdzeitalter und bei Forever Skies. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, bis bald wieder und tschüss.